Friedrich Förster, Lurlei. In dunkler Felsenbucht am Rhein, da pflegt schön Lurlei zu hausen. Es blüht keine Rebe, es grünet kein Wein, keine Blume, kein Halm auf dem öden Gestein, kein Schiffer legt dort den Nachen an, kein Weidmann suchet die steile Bahn, sie ziehen und fliehen vorüber. Und kommt nun der Mond bei nächtlicher Zeit herauf an dem Himmel gezogen, da zeigt sich im Wasser ein schimmerndes Kleid, mit blendenden Armen die schönste Maid. Sie jammert, sie ruft mit bangem Ton, o rettet, o helft, ich versinke schon. O rettet, sonst bin ich verloren. Der Wanderer erblickt die holde Gestalt, es dringt ihn der Ruf an die Seele. Da wirft er sich kühn in des Stromes Gewalt, in die Flut, die am Felsen widerhallt. Schön Lurlei ergreift ihn, sie hält ihn umfasst. Nun bleibst du hier unten, mein trautester Gast, und kehrst zu der Heimat nicht wieder. Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ich bespreche heute das Gedicht Lurlei von Friedrich Förster. Es ist das vierte Lorelei-Gedicht, das ich hier auf meinem Kanal präsentiere. Und es ist zeitlich das letzte. Wir haben begonnen mit dem allerersten Lorelei-Gedicht von Clemens Brentano von 1801. Dann sind wir weitergegangen zum Waldgespräch von Eichendorff von 1812. Dann haben wir uns den Klassiker von Heinrich Heine angeschaut, 1824. Und jetzt bei Friedrich Förster sind wir jetzt 1838 angekommen, also fast schon in der Spätromantik. Die Lorelei, hier heißt sie Lurlei, ist also eine Frauengestalt, die in der Romantik durch alle möglichen Texte geistert, nicht nur durch Gedichte und Balladen, auch durch Märchen. Brentano selbst hat übrigens die Lorelei wiederverwendet in seinen Rheinmärchen und hat dort Elemente verwendet, die in seiner allerersten Ballade über die Lorelei noch nicht vorgekommen sind, aber Elemente, die wir hier bei Friedrich Förster finden. Und was sind das für Elemente? Übrigens, es gibt noch andere Lorelei-Gedichte, die habe ich ein bisschen unterschlagen, weil ich euch auch ein bisschen die Entwicklung der Lorelei zeigen wollte anhand der bekanntesten Lorelei-Gedichte. Hier das von Förster vielleicht ein bisschen weniger bekannt, aber was hier passiert, und das finde ich jetzt eben bemerkenswert, die Lorelei wird zur Wasserfrau. Und das war sie ja ursprünglich nicht. Ursprünglich wird sie mit diesem Felsen am Rhein in Verbindung gebracht, wird zur Sagengestalt am Felsen. Aber jetzt lässt Förster sie in der Felsenbucht im Wasser schwimmen, wie eine Meerjungfrau. Und ich habe schon eine kleine Serie gemacht von Meerjungfrauengedichten. Vielleicht schaut euch die auch an, falls ihr die noch nicht kennt. Und da habe ich auch was erzählt über diese Sirenen, Meerjungfrauen, Frauen, die da aus dem Wasser kommen und mit den Männern reden. Und die Männer versinken dann im Wasser und werden runtergezogen und sind dann weg. Und da sehen wir jetzt die Lorelei, die sich in so eine Wasserfrau verwandelt hat, bei Friedrich Förster. Wie gesagt, das ist eine Weiterentwicklung. Brentano selbst macht aus ihr eine Wasserfrau, eine Nixe in seinen Rheinmärchen. Deswegen, das ist nicht die einzige Interpretation hier. Der Förster ist nicht der Einzige, der das so macht. Also es gibt dann mehrere, die aus der Lorelei eine Nixe machen, die unter Wasser haust und ab und zu raufkommt und sich ein Opfer sucht. Und wie machen das diese Wasserfrauen? Indem sie sich als hilflose, ertrinkende Frauen in Not darstellen und den Beschützerinstinkt der Männer ansprechen, und diese Männer eilen zur Rettung und in Wirklichkeit werden sie runtergezogen. Das ist übrigens auch eine Weiterentwicklung von diesem Waldgespräch von Eichendorff, denn dort will der Mann auch
die Frau retten, obwohl die Frau nicht darum bittet. Die Frau reitet einfach durch den Wald allein und dann kommt der Mann und denkt sich, oh, schöne Frau im Wald ganz allein, ich nehme dich mit. Und dann dreht sich alles um und sie ist die böse Hexe, Lorelei. Hier ist es aber ganz aktiv, die Lorelei, die ihre Falle stellt, indem sie sich als unschuldige Frau in Not darstellt und in Wirklichkeit ist sie die böse Lorelei, die nur darauf lauert, den Mann zu finden. Und es beginnt auch alles schon sehr viel düsterer. Und das passt eigentlich auch zur ein bisschen späteren Romantik, dieses Düstere, dieses Schwarze, dieses Unheimliche, diese fast schon Horrorszenerie in dunkler Felsenbucht am Rhein. Und dann wird uns geschildert, was alles nicht ist. Keine Rebe, kein Wein, keine Blume, kein Halm, kein Schiffer. Die wissen alle, das ist ein Ort, der zu meiden ist. Mordor, da gehen wir nicht hin. Sie ziehen und fliehen vorüber, weg, weg. Es ist sehr gruselig, aber es gibt dann trotzdem immer wieder naive Wanderer, die das nicht wissen. Na gut, der Mond bei nächtlicher Zeit kommt und dann taucht diese Frau aus dem Wasser mit dem schimmernden Kleid. Die Spiegelung des Mondes im Wasser, dieses schöne Silberglitzern, das ist das schimmernde Kleid der Lorelei. Da haben wir wieder das Naturphänomen, das ist auch bei Heine so. Auch bei Heine ist ja der Felsen, der bestrahlt wird von der Sonne und dann so golden leuchtet. Und daraus wird dann das goldene Haar, das berühmte, von der Lorelei und ihr goldenes Geschmeide. Und hier wird aus der Reflexion des Mondes das schimmernde Kleid der Lorelei. Und sie hat schöne, blendende, weiße Arme. Weiße Arme sind interessanterweise über Jahrhunderte hinweg so ein erotisches Bild. Die nackten, weißen Arme von Frauen. Die sind anscheinend besonders anziehend für Männer. Und sie wirft diese schönen, blendenden Arme in die Luft und sie jammert und ruft um Hilfe. Und dann kommt der Wanderer und er will sie retten. Er stürzt sich in den Strom, in die Flut, die am Felsen widerhallt. Das ist eine Anspielung auf dieses Echo beim Lorelei-Felsen. Aber dann ergreift ihn die Nixe und sagt, so jetzt habe ich dich, jetzt gehörst du mir und du bleibst mein trautester Gast und du kehrst nicht mehr zur Heimat zurück. Wie im Waldgespräch, kommst nimmer mehr aus diesem Wald. Nur, dass wir hier eben schon im Wasser sind und das Wasser zieht den Mann runter. Also da wird ertrunken. Und in der allerersten Ballade ertrinkt ja die Lorelei selbst, stürzt sich selbst in die Fluten und ertrinkt dort. Jetzt muss sie hier als ja, Wassergespenst hausen, selbst mit dem gebrochenen Herzen. Das kommt ja nicht mehr vor. Hier ist sie einfach nur noch eine Fallenstellerin, die die Männer reinzieht. Die Tatsache, dass sie selbst traurig ist, dass sie ein gebrochenes Herz hat, dass sie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, das ist verschwunden. Das kommt nicht mehr vor. Das gibt es noch bei Brentano, das gibt es noch bei Eichendorff, aber in anderen Gedichten ist sie dann schon nur noch eine Schreckgestalt, eine schöne, aber unheimliche, monströse und mörderische Zauberin. Also hier seht ihr die Entwicklung der Lorelei. Sie ist hier jetzt viel näher an den Sirenen und bösen Wasserfrauen, die die Männer ins Unglück ziehen, als eigentlich noch an dieser ursprünglichen Lorelei-Geschichte. Von der bleibt nicht mehr ganz viel übrig. Sie schwimmt eigentlich nur noch an diesem Rheinfelsen herum. Das ist die einzige Verbindung. Aber ansonsten ist sie einfach ein Seeungeheuer geworden in diesem Gedicht. Wie gesagt, Brentano selbst nimmt das auch auf, lässt aber die Lorelei sehr viel ambivalenter sein. Da ist sie nicht einfach nur böse und nicht einfach nur eine Männerverschlingerin, die sie ins Unglück runterzieht, sondern da ist sie eine Königin, die eine Unterwasserwelt beherrscht und viele Kinder hat und den Nibelungenhort hütet und was da sonst noch ist. Da ist sie sehr reich. Jetzt wollen wir fairerweise sagen, es ist nicht gesagt, dass diese schöne Lorelei da den
den Mann umbringt. Sie sagt ja nur, nun bleibst du hier unten, mein trautester Gast. Sie will ihn wie einen Gast bewirten vielleicht in ihrem Reich, aber nach Hause darf er nicht mehr. Er bleibt jetzt bei ihr. Das könnte auch tröstlich enden. In vielen Märchen ist es ja so, dass irgendwelche Reisenden, Männer und Frauen, in Unterwasserwelten landen und länger dort bleiben und dort wunderschöne Dinge erleben und viele, viele Jahre dort verbringen und irgendwann dann wieder zurückkehren aus dieser Unterwasserwelt, aus dieser magischen Unterwasserwelt. Also ich will jetzt nicht völlig ausschließen, dass dieser Wanderer vielleicht nicht doch noch was Angenehmes erlebt und nicht stirbt. Allerdings, wenn wir die ersten zwei Strophen anschauen, mit dieser dunklen Felsenbucht und alle ziehen und fliehen vorüber, das lässt jetzt schon nichts Gutes erwarten. Dieser Wanderer, der wird jedenfalls runtergesaugt und kommt nicht mehr zurück. Wir wünschen ihm alles Gute, aber die Chancen stehen nicht so ganz gut, dass das ein Happy End gibt am Ende. Na gut, das ist die Metamorphose dieser Lorelei in vier Schritten. Wir haben sie erlebt bei Brentano, diese traurige, unglückliche Frau, die selbst ein gebrochenes Herz hat, die ihren Geliebten verloren hat, die von ihrem Geliebten betrogen wurde. Dann haben wir sie selbstbewusst wie eine Königin im Wald erlebt bei Eichendorf, die ganz klar schon sagt, ich habe schlimmen Schmerz erlitten durch Männer und ich lasse mich von Männern nicht mehr betrügen und jetzt gehörst du mir, du Mann, der gedacht hat, du kannst mich haben. Dann bei Heine, wie gesagt, da wird es so ein Spiel mit Wahrnehmungen, diese Erinnerungen, das uralte Märchen, das gar nicht so alt ist, dieses, wie ging das nochmal, wie ist das, am Ende sterben alle und am Ende hat die Lorelei den Mann ins Unglück gerissen, wo das alles so ein bisschen vage und aufgehoben wird und das Märchen auch als Märchen erkennbar wird. Und hier die Horrorgeschichte, das Seeungeheuer. Was gefällt euch am besten? Was fasziniert euch am meisten? Was ist eure Lorelei? Was ist eure Version von dieser Geschichte? Oder gibt es noch eine ganz andere Version? Wie entwickelt sich die Lorelei weiter? Was ist heute unsere Geschichte der Lorelei? Lassen wir sie jetzt im Wasser? Führen wir sie zurück zum Felsen? Geht sie in den Wald? Wo geht sie hin? Oder lassen wir sie in die Freiheit gehen, hinaus, sich die Haare schneiden und was anderes anstellen mit ihrem Leben, als da immer nur Männer ins Unglück zu stürzen? Was macht die Lorelei im Jahr 2024? Was machen wir heute aus dieser Gestalt? Mit dieser Frage möchte ich euch aus dieser kleinen Lorelei-Serie entlassen. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare hinein und dann sehen wir uns vielleicht demnächst wieder in einem anderen Video. Tschüss!